Ich werde hier einmal zwei Beispiele für die Anwendung von Learning Apps demonstrieren. Im ersten Fall möchte ich eine App suchen, mit der ich meine Schülerinnen und Schüler Objekte identifizieren lassen kann. Zum Beispiel suche ich nach einer App zum Thema Akkusativobjekt. Es gibt hier nun eine riesige Auswahl von möglichen Akkusativobjekten. Ich möchte natürlich die Objekte unterscheiden lassen und dafür gibt es hier eine ganz einfache App, bei der die Schülerinnen und Schüler verschiedene Sätze und Aussagen zuordnen müssen. In diesem Fall, er macht Hausaufgaben. So müssen die Schüler überlegen, was macht er und denken, das ist vielleicht ein Prädikatsnomen. Und ich sortiere jetzt noch ein paar weitere zu. Und wenn ich dann soweit alle zugeordnet habe, die ich möchte, ich werde jetzt nicht alle zuordnen, dann kann ich diese Ergebnisse kontrollieren. Und sehe jetzt, oh, ich habe Ergebnisse falsch gemacht. Ich könnte also weiter zuordnen und das nochmal kontrollieren. Und ich sehe, es ist immer noch nicht richtig. Dann kann ich natürlich auch noch die übrigen Ergebnisse kontrollieren. Wir sehen also hier ein didaktisches Szenario, in dem die Schülerinnen und Schüler sich selbst kontrollieren können und wo sie selbst überprüfen können. Das Schöne ist eben auch, die Reihenfolge variiert. Das kann man einstellen, je nachdem, was man machen möchte. Kann sich diese App eben merken in eigene Sachen, könnte auch eine ähnliche App erstellen, sodass die Schülerinnen und Schüler eben genau das machen können, sich selbst überprüfen. Wir nehmen eine zweite Variante. Es geht jetzt um den Erzähler. In diesem Fall geht es um Ich- oder Er-Sie-Erzähler. Hier ist ein Beispiel, was wir nicht so gut vorführen können, weil hier Audios eingespielt werden. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Variante. Wir können uns aber besser diese hier anschauen, wo Schülerinnen und Schüler Sätze zuordnen müssen, also einen Textausschnitt zuordnen zum Ich- oder Er-Sie-Erzähler. Und auch hier können wir dann wieder kontrollieren, ob wir richtig sind. Und in diesem Fall haben wir mal alles richtig gemacht. Auch hier können wir wieder ähnliche Apps erstellen oder uns das in meine Apps merken, damit ich für Schülerinnen und Schüler eine Sammlung zusammenstellen kann. Das einfach zwei didaktische Szenarien, in denen wir LearningApps.org nutzen können. Ansonsten hilft es auch, sich die verschiedenen Apps einmal anzuschauen, um auf gute Ideen zu kommen, entweder gute didaktische Szenarien nachzunutzen oder eben auch eigene zu variieren.